Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. Wir sind in den Kanalisationen momentan unterwegs und versuchen einen Weg zu finden, um die liebe Ada zu retten, die mitten in der Müllpresse liegt. Sie hat sich da einen richtig guten Weg ausgesucht. So, wir gehen mal da hinten zu dem freundlich aussehenden, vor sich hin, zerfallenden Typen. Okay, also hier fehlt uns offenbar wieder eine Kombination. Ich habe das Gefühl, du stehst auf, wenn ich das Ding hier hole. Ich wusste es. Ich verzichte. Ich brauche das gar nicht. Okay. So. Wow, warum ging das bei denen jetzt so fix? Ach, grünes Kraut. Immer wieder gerne. Entschuldigung. Oh, der steht bestimmt auch auf. Da gehen wir auch mal ein bisschen näher ran. So. Ich glaube, jetzt haben wir hiermit wieder einen Shortcut geschaffen zu dem, wo wir vorher vielleicht nicht hin konnten. Ich weiß es nicht. Ja, achso, wir nehmen die automatisch wieder mit. Okay. Mal gerade schauen, wo wir jetzt sind. Also wir... Ja. Rein theoretisch müssen wir hier schon gewesen sein. Oder auch nicht. Ah, ein Schlüssel. Cool. Sonst noch irgendwas? Boah, das ist so chaotisch hier. Oh, guck sich das einer an, ey. Wie soll ich mich da zurechtfinden? Finde ich auch nie. Ich finde mich doch so in meiner eigenen Wohnung nicht zurecht und dann... Okay, das ist zermatscht. Das heißt, hier kommen wir definitiv nicht durch. Zumindest nicht von dieser Seite. Das heißt jetzt entweder wir müssen ins Wasser oder wir gehen den anderen Weg. Weil da war nämlich auch noch eine Tür. Ich will so ungern ins Wasser. Wir hatten gerade den Gestank wieder los. Ah! Igitt! Zum Teufel war das? Können wir da nicht hoch, Leon? Hä? Da ist doch dieses Symbol. Puh, kann da nichts drücken. Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Ich will hier nicht her. Hier ist überall Matschepuh. Nein, nein, nein. Ich will nicht schon wieder so viel. Ah. Was ist das? Okay, ich krieg zumindest mein Messer wieder. Irgendwas sinkt hier. Ich komme hier nicht hoch. Irgendwer scheint hier richtig glücklich zu sein. Oh. Wir haben nicht mehr so viele Patronen. Okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen.
Ja, Magnum. Großartig, hammer nicht. Mal gucken, ob hier irgendwo Munition rumliegt. Aber wir sind wieder am Anfang. Aber hier wollte ich doch nicht sein. Ach Gott. Irgendwo muss es hier hingehen. So. Da hinten zu dem Roten wahrscheinlich. So. Du bist tot. Du bist tot. Hier ist überall Matschepampe. Hier kann man nicht hoch. Ah, großartig. Wir haben keine Munition mehr. Oh Gott, ist das lecker. Hi. Liegt hier irgendwie Munition rum? Munition, bitte? Na großartig. Kann ich das mit meinem Messerchen bitte? Nein! Und das steht noch? Für eine Konstruktion. Munition, bitte, bitte. Oh, yay. Kombinieren wir mal, damit es uns nicht den ganzen Platz wegnimmt. Mit Heil-Items wird man zugeschmissen, aber Munition. Das ist ein Flammenwerfer. Das ist ein Flammenwerfer. Ich habe eine Königin. Ja, ich habe das befürchtet. Das kombinieren wir mal damit. Damit wir genug Platz im Inventar haben. Können wir die da wieder reinstopfen? Queen Plug. Aber erstmal habe ich ein schlechtes Gefühl, das aufzumachen. Das hätten wir auch anders haben können. Oder? Ach Quatsch, egal. Wir müssen ja den Plug irgendwie mitnehmen können. Schauen. Ach, wenn man da rausgeht, okay. So kommt man dann auch an den Flammenwerfer. King Plug, okay. Dann müssen wir es wohl erstmal wohl oder übel so machen, wie das Spiel es von uns verlangt. Bis wir den King Plug haben. Und dann kommen wir. Ich könnte doch auch einfach da durchgreifen. So. Okay. King Plug. Munition, bitte. So, ich brauche einfach nur Zeit. Ja, doch, das muss so sein, glaube ich. So, dann geht's hier auf. So. Dann können wir hier rund.
Holen uns den wieder. Können wir nicht hier wieder raus? Nee, das läuft so nicht. Okay. So, dann kann der zumindest mal nicht hinter uns her. Wenn ich jetzt einfach hier runterspringen würde, hätte sich das Thema erledigt. Ach, ist das scheiße. Okay. So. Okay, also der muss da rein. Kann ich den? Das interessiert den? Okay, das könnte funktioniert haben. So. Ja, aber jetzt bin ich auch nicht weiter als vorher. Wenn ich jetzt hier den Queen Plug reinmache. Nee, das bringt's ja jetzt auch nicht. Das war jetzt nicht anders als vorher. Ah, nee. Hä? Ach, da muss der King Plug rein. Okay. Dann ist das was anderes. Ich habe das falsch in Dings. Okay, dann brauche ich den hier. So. Kann ich mir den holen? Dann ist es logisch. Dann kann ich mir den holen. Dann kann ich den hier hinpacken. Ich dachte, ich bräuchte da hinten auch. Hier habe ich gedacht, bräuchte ich auch die Königin. Aber brauche ich gar nicht. So, hallo Flammenwerfer. So, halten Sie um den Flammen ab. Okay. So. Dann können wir die entriegeln. So. Okay, das war jetzt gar nicht so schwer. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Habe ich schon immer ein Problem mit. So, jetzt kriege ich da unten eine Nachricht. Das tut mir sehr leid. Einfach ignorieren. So. Okay, jetzt habe ich einen Flammenwerfer. Das heißt, jetzt muss ich wieder zurück, ne? Das war wahrscheinlich das Einzige, was ich hier tun kann. Da war aber noch nicht alles. Ich glaube, den Queen Plug muss ich mitnehmen, ne? Kann das sein? Weil das war die Dame, genau, die Königin. Die brauche ich später. Brauche ich den König? Den brauchte ich nicht. Aber die Königin brauchte ich. Das war jetzt wahrscheinlich total kompliziert, was ich hier gemacht habe. Brauchte ich den König auch? Ich brauche Turm, Dame, Läufer. Ich nehme den König trotzdem mit. Nur für den Fall der Fälle. Habe ich jetzt das Gefühl, dass wir hier jetzt auch wieder die ganze Zeit angematscht werden. Wo habe ich jetzt den Flammenwerfer auf der 1?
Okay. So. So schnell wie möglich. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Hat es gereicht? Ah, es hat gereicht. Sehr gut. Willkommen in der Familie, Flammenwerfer. So. Ab raus hier. Ah! Oh! Ich hab vor lauter Schreck kein Space gedrückt. Ach, komm schon. Tu es ins Hirn. Du Vollhonk. Okay. Gott, Entschuldigung, dass ich manchmal so schreie. Okay. So. Dann würde ich nämlich behaupten, so, das hier wird ausgetauscht mit der Königin. Nein. Habe ich jetzt irgendwas verloren? So, und hierhin gegenüber der Königin. Dame und Turm sind gegenüber, okay. Und Läufer und... Ne, Turm und Springer sind auf derselben Ebene. Also muss hier irgendwo noch der Turm hin. Wahrscheinlich hier. So, beziehungsweise dann kommt hier... benutzen. So, und dann kommt hier der Turm hin. Und Turm und Dame sind sich gegenüber. So, dann wäre das so. Ach, das ist Neid. Das ist gar nicht. Ach, so. Ich hol Frucht. Okay, dann kommt... Dann ist das der Springer wahrscheinlich, ne? Moment. Ist das der Springer? Steht das irgendwo? Untersuchen. Läufer. Okay. Hä? Weil das ist dann der Springer. Na, dann kommt das Pferd, kommt jetzt auf jeden Fall erstmal hier rein. So. Das ist ein Safe Room. Hier hast du nicht reinzukommen. So, okay. Dann ist da das Pferd. Aber das Pferd, ich dachte immer, der Pferd... Läufer und Dame sind nicht nebeneinander. Ich fass es nicht. Ey, hast du schon mal was von Ruhe gehört? Das interessiert ihn gar nicht. Scheiße! Ja, so sehe ich das auch. So. Ist die Tür wenigstens wieder zu? Ja. Okay. So, Moment. Also. Neid, aber Neid ist doch... Ich muss das jetzt mal nachgucken, was das ist, wie das übersetzt ist. So, untersuchen. Springer, sag ich doch. So, Turm und Springer, selbe Wand. Okay, dann ist das hier der Springer. Dann kommt die Königin hier schon mal nicht rein. So, Inventar ist voll. Fuck you, okay. So, der kommt da rein. Benutzen. So. So. Sie kommt da raus. Hier kommt dann irgendwo der Turm hin. Auf diese Seite. Weil Turm und Springer selbe Wand. Dame und Turm gegenüber. Das heißt, die Dame muss hier hin. So, das heißt, da ist aber der Bauer. Das heißt, der Bauer... Das heißt, die Dame muss hier hin. So, die Dame. Wo ist sie denn, die Dame? Da ist die Dame. So, und dann... Läufer und Dame sind nicht nebeneinander. Das heißt, der Läufer muss hier hin. So. Und dann fehlt uns jetzt noch der Turm. Und dann kann hier ja nur der König reinkommen eigentlich.
Da fehlt uns jetzt nur noch der Turm. Und der müsste dann dahin. Und dann sollte das eigentlich passen. Würde ich behaupten. Okay. So. Den Schlüssel behalten wir, das behalten wir. Die verstauen wir, die brauchen wir nicht. Ja, der Rest ist alles leer. Wir haben ja auch gar nichts mehr, was wir in irgendeiner Form benutzen können. Grünes Kraut, das kann eigentlich verstauen. Das können wir eigentlich auch verstauen. Mal wieder ein bisschen Platz. Messerchen nehmen wir wieder mit. So, okay. Gut. Okay, dann speichere ich hier an der Stelle mal und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao, ciao.